1000 Löcher von Totorak. Willkommen bei den 1000 Löchern von Totorak. So, Freibrief. Ja, okay. Er macht nichts. Das hat der Freibrief abgebrochen. So, und das sollte jetzt hoffentlich der Schritt sein, den wir brauchen, damit wir endlich nachher Ninja werden können. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich während der Instanzen immer ein bisschen ruhig bin, aber es liegt einfach daran, dass ich jetzt gerade, immer wenn ihr seht, dass ich eine Instanz mache, dann mache ich die zum allerersten Mal und deshalb muss ich mich da ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ihr könnt es entschuldigen. Okay, ich frage mich, was ich die Fotozellen brauche.
Okay, scheint der erste Boss zu sein. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber wahrscheinlich sind dafür die Fotozellen gesammelt worden. 15 Bekunden. Okay. Ah, ist eine Pflanze. Okay. Und was gibt es? Es gibt einen Helm, der aber nur für Paladine ist. Also passen wir da drauf. Oder halt für Tanks. Leckerer Kliver. Thank you.
Haben wir hier schon mal? Okay, jetzt geht es anscheinend wieder zurück. So ganz habe ich den Weg jetzt hier noch nicht verstanden. Vielleicht wären die sonst in den Kampf reingekommen. Kann auch sein. Okay, was gibt's jetzt? Die kann ich nicht gebrauchen. Die auch nicht passen.
So, das sieht jetzt aus, als wäre es der letzte Boss, oder? Finsternis. Bist du die Älteste? Nee. Tagon Rajadum, Tagon Melrock, Topsatlumpa Ikui. Dann besitzt du tatsächlich die Gabe, fremder Zungen zu verstehen. Trotzdem will ich in deiner primitiven Sprache zu dir sprechen. Aus Freude über unsere Begegnung. Ich bin der Ashien Labrea. Diener des einzig wahren Gottes. Bist du Jude? Du hast mein Interesse geweckt. Du und die Kraft, die in dir ruht. Das Licht hat sich in dir eingenistet und zerfrisst dich wie ein Geschwür. Wesen der Dunkelheit. Oh, deine Gabe ist beachtlich. Du scheinst sogar in der Lage zu sein, den Äther zu formen und Lichtkristalle zu manifestieren. Gerne würde ich erleben, die Leute warten noch. Wie du Geschichte schreibst. Doch du bist dem absoluten Gott in die Quere gekommen. Höre, fühle. Erkenne das Böse. Deshalb muss die Geschichte von dir und dem Kristall nun ein jähes Ende nehmen. Okay. Ich muss mich erstmal ganz kurz entschuldigen, dass ich die lange Cutscene hatte. So, aber ey, auf alle Fälle imposante Cutscene. Aber dafür kriegen die ja ein bisschen mehr Erfahrungspunkte heute. Nicht in den grünen Zeug stehen.
Ein Schülerbuch aus Messing. Bitte um das Beutegut würfeln. Okay. So, Beutegut gibt es. Brauche ich nicht. Aber wir können jetzt noch jemanden ehren und ich jetzt den geehrt, aber der ist nicht mehr da. Dann nehmen wir den Heiler. So. Ja, sind alle schon weg. Okay. Oh. Ah, Großmütterchen, die Älteste. Puh, endlich ist die Meinige befreit. Ein ganz Düstriger hat die Meinige fest in einen Kokon eingesponnen. Die Meinige ist fast zu Gitzachbrei zerquetscht worden. Aber irgendeine Hilfreichige hat die Meinige gerettet und der Düstrige ist verschwunden. Hat die Heldenhaftige etwa all die Monstrigen besiegt? Oh, danke, vielen Dank. Lass uns nun die finstrige Ort verlassen. Schnell kehren wir zu Sylphen Zuflucht zurück. Centurio, der Trupp bei Lercherhof hat das Zielobjekt aus den Augen verloren. Verstanden. Ah, das gibt's doch nicht. Wo ist das Miststück hin? Also noch keine Spur von Ramu? Tribinus, nein, leider. Kein Einzeichen, aber wir... Genug. Spar dir deine Worte. Wenn wir weiter vordringen, werden die Gridania auf uns aufmerksam. Die Weisung lautet aber, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Dass die Sylphen ihren Ramu in letzter Zeit nicht beschworen haben, scheint also zu stimmen. Wir sollten die verdammte Operation abbrechen. Die Götter Aroseas erfüllen einen aber auch nicht den kleinsten Wunsch. Was für ein nutzloses Pack. Was ist mit den Sylphen, die wir vorhin gefangen haben? Das waren doch noch ein paar am Leben, oder? Es tut mir leid. Wir wollten aus ihnen herauskriegen, wo sich Ramu versteckt hält. Und da haben wir sie wohl etwas zu hart rangenommen. Ihr könnt auch gar nichts richtig machen. Was bringen uns tote Geiseln? Na, ist auch egal. Ohne Götter sind die wilden Stämme ohnehin nur dummes Vieh ohne Verstand. Oder Gemüse in diesem Fall. Es wird gleich dunkel. Wir nutzen die Dämmerung zum Rückzug. Los, Bewegung! Alles Idioten. Wenn es so weit weitergeht, kommen wir nie ans Ziel. Ich muss Geduld haben. Unsere Mühe wird irgendwann belohnt werden. Oder wie hast du es einmal gesagt? Selbst wenn dabei Himmel und Erde zugrunde gehen sollten, wer soll bis an die Grenzen des Möglichen vordringen, wenn nicht wir? Das ist wohl die Bestimmung der Matik-Ingenieure. Was, Ganlot? Aber dein Stern ist im Sinken begriffen. Nun beginnt meine Ära. Und im Angesicht dieser glorreichen Zeit wird sogar die absolute Waffe für Legatus Gaius verblassen. Ältrigste Frigixio, bestimmt haben die Siege Noixia getötet. Die Finstrigen haben sich noch schlimmer in Sinn, die Andrigen entführt. Ach, den Fremdigen kann man einfach nicht trauen. Die Gemeinigen aus Garmenland sind ganz anders als die Gridania. Schnell weg, bevor die Gemeinigen wiederkommen.
Was schaut die Deinigen denn in die Luft? Warum ist die Deinigen eigentlich in dieser Gegend? Hat die Hilfsbereitige etwa nach der Meinigen gesucht? Oh, die Neugierige will über die großen, großigen Ramu sprechen? Na gut, weil die Deinigen Norixia so nett geholfen hat, wollen auch die Unsrigen etwas geben. Um die Meinigen brauchen sich die Nettigen keine Sorgen zu machen. Die Nettige kann ruhig zu ihren Freunden zurückkehren. Oder die Deinigen kann auch zur Süfflenzuflucht kommen. Dann werden die Unsrigen etwas über den großen Ramu erklären. Abgemacht. Dann kommt die Mutige also zu den Unsrigen. Und jetzt nichts wie fort von diesem Ort. Okay, jetzt sind wir hier. Wo müssen wir hin? Ah, erstmal wieder in den Ort. So. Boah. Natürlich gleich aus dem Dungeon in den tiefsten Regen. Ach, wie ich sowas hasse. Okay, da geht's rein. Absteigen. Und mit Buscaron reden. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Älteste der Sylifen gefunden? Na, da hast du ja einiges erlebt. Aber es hat ja nochmal alles ein gutes Ende genommen. Ich werde die Bruderschaft direkt von deinen Großtaten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Sylifen verhandeln. Du solltest aber gleich zur Sylifen-Zuflucht laufen. Das hat Frioxe dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets einen guten Tropfen für dich bereithalten. Bruscom möchte den Sylifen etwas zukommen lassen. Hast du vor, gleich zu den Sylifen-Zuflucht zu gehen? Könntest du etwas für mich mitnehmen? Zur sicheren Rückkehr ihrer Ältesten möchte ich den Sylifen etwas schenken. Außerdem will ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben. Schließlich sind wir gewissermaßen Nachbarn. Seit der Katastrophe hat sich der Wald stark verändert. Die Gebiete sind geschwächt. Bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, müssen alle freiheitsliebenden Wesen des Waldes zusammenhalten. Nur wenn Kridania und Sylifen zusammenarbeiten, können wir den Wald beschützen. Das Geschenk soll ein Zeichen unserer Verbundenheit sein. Okay, ich muss hier raus, wieder ab in den Regen. So, wo muss ich hin? Ne. Ich glaube, da porte ich mich hin. So, up. Okay, da vorne ist es schon. Muss ich erstmal mit dir reden? Steige ich jetzt hier ab? Da. Die Laufende bringt den Unsrigen ein Geschenk aus dem Horst? Ja, hier. Oh, solch einen lieblichen Duft hat die Meinung noch nie gerochen. Der Seinige aus dem Horst und die Laufenden sind sehr freundlich. Die Meinige ist sehr erfreut und dankbar. Und die Unsrige gefällt es nicht leicht, den Eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Trug mussten die Unsrigen ertragen. Doch die Meinige ist gerührt und vertraut den Eurigen. Die Unsrige und die Eurigen sollen in Freundschaft verbunden sein.
So, aber jetzt hier. Wir dürfen jetzt mit Kumonixo reden. Kumonixo in der Silyphenzuflucht möchte, dass du mit Frigixio sprichst. Oh, die Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Ältigste rufen. Ältigste Frioso, Besuch ist da. Ah, Abenteurige, in Totorak hat die Deinige sehr, sehr geholfen. So treffen wir uns also wieder, Tara Eisenseele. Und die Beidrigen haben Naraxia geholfen? Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert. Aber wieso wart ihr eigentlich an jenem Ort? Vor einiger Zeit sind im Wald die gemeinigen Galera aufgetaucht. Die unsrigen wollten den Grund dafür finden. Deswegen beobachteten wir die Störenfriedigen. Aber die Metalligen entdeckten die unsrigen und die unsrigen mussten fliehen. Und plötzlich im Südwald. Die unsrigen Atemlosigen haben sich in den tiefigen Höhlen von Tatarak versteckt, aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die unsrigen an Monstrigen verfüttern. Ein Düstrig? Oh, mit schwarzem Umhang und Maske? Wenn das nicht... Ja, es besteht kein Zweifel. Hör zu, Firixo. Wir sind als Gesandte aus Cridania hier. Ah, die Eurigen fürchten sich also vor den großigen Ramu? Ja, so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteht uns richtig, wir kommen in Frieden. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramu beschworen und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollten, aber... Kanesena ist eine Gutige. Die unsrigen wissen, dass sie nichts Finstriges im Sinn hat. Dass die unsrigen Ramu gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die unsrigen wollten sie vertreiben. Aber wenn Ramu herabsteigt, dann werden unsere Köpfe verwirrt. Wie wenn sie nur leere Blätter wären und Ramu drinnen wohnt. Die Unsrigen in dieser Zuflucht sind dagegen, dass die finstrigen Silyphen Ramu beschwören. Die Unsrigen wollen die von Ramu Verwirrigen retten, aber wie? Ramu ist ein beschützter Guter. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unsrigen Gebiete kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Cridania. Deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Die von Ramu beeinflussten Silyphen könnten sich seiner Macht nicht entziehen. Und da Ramu ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden auch sie keine Milliarden weichen. Und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie vor nichts zurück. Aber wieso sollten sie die Silyphen aus der Zuflucht entführen wollen? Wahrscheinlich, um sie wieder einzugliedern und Ramu zu stärken. Jedenfalls hat jeder Primar und die von ihm beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen. Frigixo, wir haben verstanden, was euch Silyphen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Cridania erreichen, erleichtert aufatmen lassen. Hier, desjenigen ist eine Schrift mit der Regeln und Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen und die Eurigen werden noch besser verstehen. Oh, das ist wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank. Toll. Wie umgänglich und verständnisvoll Frioxo ist, dann könntest du ihr ruhig ein Scheibchen abschneiden, mein Lieber. Dass du was vom Verständnis fasselst, jeder? Jetzt streiten sich die beiden.
Tara Eisenseele, wir machen uns auf den Weg zum Sonnenwind und berichten Minifilia. Dass der Dialog mit den Silyphen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht es auch dir zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenwipern zu überbringen. Phrygsio, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat Erisoa den Frieden ein Stück näher gebracht. Oh, auch die unsrigen danken sehr. Mögen die Friedrigen letztlich siegen. Abenteurige, warte! Die Erleichterigen möchten den Hilfreichigen ein Geschenk geben. Dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramo zu den Unsrigen gekommen ist. Oh, die meinigen wussten es. Eine Erwältigte. Bestimmt wird die deinigen von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Ramo hat einen hellen Schein in der deinigen erweckt. Einmal wird es etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll die Anvertrautigen ihn sicher bewahren. Und die meinigen hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Cridania soll die Dankeswertige die finstrigen Silyphen besuchen. Auch wenn die Finstrigen von Ramo beeinflusst sind, bleiben dieselbigen in Silyphenland. Deswegen müssen die Bewohnerinnen von Cridania nicht gegen die Finstrigen kämpfen. Die Hilfreichigen sollen selbst sehen. Die meinigen markieren auf der Karte, wohin die Tapfrige gehen muss. Dann werden keine Monstrigen den Weg versperren. Okay, wo müssen wir hin? Besessene Silyphen beobachten. Spähen. Wo müssen wir da hin? Okay, da. Was da? Ja. Okay, mit Spähen kundschaften wir die jetzt aus. Was ist der Punkt? Was ist das für ein Punkt? Okay. Kann ich noch nicht anklicken? Also ich muss wahrscheinlich hier stehen bleiben und dann einfach spähen. Du siehst ja deine Umgebung ganz genau an. Du siehst besessene Silyphen in einiger Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Okay, Phrygsios Brief von den Ältesten an den Vusollen übergeben. Gut, das machen wir jetzt auch gleich. Da porten wir uns Teleport, Neu-Cridania. Ja. Und die Quest abgeben. Ah, wenn das nicht Tara Eisenseele ist. Wie ist ein Treffen mit den Silyphen verlaufen?
Eine Botschaft von der Silyphenältesten selbst? Lass mich gleich sehen. Dann wollen die Silyphen also keinen Konflikt und haben auch nicht vor, Ramu zu beschwören? Und sogar die von Ramu beeinflussten Silyphen werden uns nichts tun, solange wir unsererseits nichts gegen sie unternehmen? Dann werden wir natürlich davon absehen, gegen die Silyphen vorzugehen. Was für eine Erleichterung. Bleibt nur zu hoffen, dass auch alles stimmt. Ich werde Senna jedenfalls sofort die Schriftrolle zeigen und berichten. Vielen Dank für deine Dienste, Tara Eisenseele. Du hast einen großartigen Beitrag zum Frieden in Gridania geleistet. Der erleuchtete Prior Vasail möchte dir erneut etwas mitteilen. Du hast in der Angelegenheit mit den Silyphen Einfühlungsvermögen und einen wachen Verstand bewiesen, Tara Eisenseele. Die älteste Seherin hat sich überaus zufrieden mit deinem Ausgang der Dinge gezeigt. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die gütige Kan-e-Sena wird ihre Anstrengung nun darauf richten, die von den Primar-Ramu besessenen Silyphen zu heilen. Die unbeeinflussten Bewohner der Zuflucht wollen sie dabei unterstützen. Ich bin guter Dinge, dass man einen Weg finden wird, die Betroffenen zu helfen. Wir sind dem Bund der Morgenröte und natürlich dir über alle Maßen dankbar. Bitte richte auch Minifilia unsere Verbundenheit aus. Tara, kannst du mich hören? Ich bin es, Minifilia. Jide und Papalyumo haben mir alles berichtet. Ihr könntet eine Eskalation des Konflikts mit den Silyphen verhindern? Das sind gute Neuigkeiten. Nun brauchen wir weder zu befürchten, dass die Silyphen Ramu beschwören, noch dass die Bruderschaft der Morgenviper gegen den wilden Stamm in den Krieg zieht. Das ist äußerst beruhigend. Ich wäre dir dankbar, wenn du für eine Besprechung der aktuellen Lage einmal im Sonnenwind vorbeischauen könntest. Wir erwarten dich hier, Tara. Also auf zum Sonnenwind. Dafür porten wir wieder. Horizont. Die könnten eigentlich auch dafür einfach eine kleine Poststelle machen. Dass ich dann jedes Mal von Horizont darüber reiten muss. So, wo ist mein Pferdchen? Wir nehmen ein Chocobo. Das gönnen wir uns heute. Tataru im Sonnenwind aufsuchen. Mal gucken. Kriegen wir denn was Besonderes dafür? Nur Gold, aber immerhin 1200 und ein Jill. Der eine Jill, der macht's aus. Aber das ist jetzt schon Stufe 24, die Quest, okay? Aber es scheint immer noch nicht die Quest-Voraussetzung zu sein, dass ich die Jobklassen mache. Irgendwas muss ich da noch erledigen. Ab hier. Willkommen zurück, Tara. Danke für deine Hilfe in der Sache mit Ramu. Du hast dem Bund der Morgenröte alle Ehre gemacht. Wie ich gehört habe, löblich, löblich. Minifilia erwartet dich im Saal der Morgenröte. Wie ich gehört habe, brauchen wir uns um Ramu erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Ganz recht.
Die Gefahr ist zwar noch nicht völlig gebannt, aber fürs Erste sollten wir unsere Ruhe vor ihm haben. Das ist beruhigend zu wissen. Doch sag, gibt es Neues von unserem maskierten Freund? Darum kümmert sich Tanzredret. Wie wir dachten, sind sie einer und viele zugleich. Welche Ziele sie verfolgen, wissen wir aber noch nicht. Ich verstehe. Ach übrigens, wo ist eigentlich Alisei? Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Meine Schwester will die Probleme auf ihre Art angehen. Ich glaube, sie braucht noch etwas Zeit, um die siebte Katastrophe vollständig zu verwinden. Aber keine Sorge, sie ist weiterhin auf unserer Seite. Nun denn, ich habe den Bericht von Baldesions Gelehrten bei dir abgeliefert. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich, wenn du mich bitte entschuldigst. Wir werden diese Angelegenheit wie geplant weiterverfolgen, oder? Selbstverständlich. Tara, bist du zurück? Das ging aber schnell. Es ist schön, dich wieder hier zu haben. Ich bin ja so froh, dass wir eine gewaltsame Auseinandersetzung verhindern konnten. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Von dem Primar Ifrit und Ramu hätten wir damit für die nächste Zeit nichts zu befürchten. Wie schön, dass diese Liefen mit sich reden ließen. Wer ist der nächste Primar? Die Sagin und Leviathan? Ihr Primar Leviathan scheint auf die Rufe seiner Anhänger in jüngster Zeit nicht viel zu geben. Das treibt die Fischköpfe natürlich nur dazu an, es umso häufiger zu versuchen. Leviathan ist für seinen unersättlichen Ätherhunger bekannt. Vermutlich ist es den Shagin noch nicht gelungen, genügend Kristalle aufzutreiben. Ich denke, wir könnten sie fürs erste ruhiges Gewissens ignorieren. Fürs erste, ja. Ob Ramu oder Leviathan, die Motive der wilden Stämme sind unergründlich und ihr Handeln entzieht sich unserer Kontrolle. Niemand kann sagen, wann und wo wir ihnen und ihren Göttern gegenübertreten müssen. Wir sollten daher weiter unsere Pläne verfolgen, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Die Konfrontation ist unausweichlich und nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit dem Primar der Kobolde, mit Titan? Mit der Observation der Kobolde ist derzeit der Malstrom aus Limsa-Lominsa beschäftigt. Sicher werden sie schon bald von ihm hören. Einen weiteren Primar gibt es allerdings noch, meine Freunde. Ja, genau, Garuda. Die habe ich eigentlich gemeint. Sie ist der Primar der Ixal, die in Cridania leben. Dass ich sie mit Leviathan verwechseln konnte. Was einmal wieder vor Augen führt, wie weitläufig Aerosera eigentlich ist. Kein Wunder, wenn man die Nadel im Heuhaufen nicht findet. Gäbe es doch nur einen Weg, der uns das langwierige Suchen ersparen würde. Wäre er doch nur bei uns in dieser Stunde. Er wüsste bestimmt einen Rat. Ja, wo steckt der Chef eigentlich? Das frage ich mich auch. Tja, keine Ahnung. Nun, wie auch immer, unsere aktuelle Mission war jedenfalls ein voller Erfolg. Das sollten wir feiern. Die Bruderschaft und der Rat der Satzehrer höchst selbst werden ein wachsames Auge auf diese Liefen haben. Wenn sich dort etwas tut, erfahren wir es sofort. Also, meine Freunde, ruht euch erst einmal aus von der vergangenen Strapazen. Ihr habt es euch redlich verdient.
Was ist, Tara? Bist du denn noch gar nicht müde? Ein Mann in einer schwarzen Robe mit einer roten Maske, sagst du? Und er nannte sich ganz sicher Lahabrea? Askin Lahabrea? Aber warum? Bis zur 7. Katastrophe sind wir nie von den Asklanes behelligt worden. Warum erscheinen sie ausgerechnet jetzt auf der Bildfläche? Sicher werden die staatlichen Gesellschaften sich schon bald wegen der Primar an uns wenden. Aber bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, um alles über Labrea herauszufinden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Was geht da vor? Werden wir überfallen? Hoffentlich nicht. Eine Silife? Endlich hat die Meinigen die Deinigen gefunden. Die ältigste Frisur hat die Meinigen gebeten, die Deinigen und den Laufenden zu helfen. Die Meinigen wird der Abenteurerin eine große Hilfe sein. Die Kleinigen hingegen? Die Kleinigen sollte sich einen Besuchigen nicht so unfreundlich begrüßen. Das gehört sich nicht. Wer ist hier klein? Kommt nicht wieder vor, ich verspreche es. Die Kleinigen. So, jetzt haben wir noch mit Milfilia reden. Nein. Quest noch abgeben. Tataru hat mir mit ihrem Gekreische einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Dabei sollten wir eigentlich jubeln, dass der Bund der Morgenröte einen neuen Verbündeten gewonnen hat. Erst haben sich die Völker die Hände gereicht. Jetzt schließen sich auch die wilden Stämme unseren Reihen an. Zaghaft zwar, aber es ist ein Anfang. Die Silife ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass Azura dem Frieden wieder ein kleines Stückchen näher gekommen ist. Doch die Askanes wollen sich unserem Glück in den Weg stellen. Finsternis, die selbst den Schatten verschluckt. Sollten sie sich tatsächlich so offen zeigen? Wir dürfen diese besorgniserregende Entwicklung nicht ignorieren. So, ich bin Level 32. Silifenfreund. Gut, und ich sage jetzt danke und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao.